Ja, wir bieten hier in Twistring für Menschen mit einer seelischen Behinderung verschiedene Angebote an. Unter anderem haben wir hier in Twistring in der Bahnhofstraße die Kontaktstelle. Des Weiteren haben wir das ambulant betreute Wohnen. Ab sofort sind wir in Twistring mit der Tagesstätte vertreten. Für die Klienten im ambulant betreuten Wohnen hat sich durch die Corona-bedingten Einschränkungen auch etwas verändert. Die Kollegen treffen sich mit den Klienten in ihren Wohnungen bzw. auch außerhalb zu Spaziergängen oder bei anderen Aktivitäten. Grundsätzlich war es schon so, dass die Menschen damit ganz gut klargekommen sind zu Anfang. Dazu auch interessanterweise ein Artikel einer Psychologin gelesen, die darauf eben anspielt, dass Menschen, die in einer psychischen Krise, zum Beispiel in einer Depression auch sind und sich zurückziehen, in der Zeit gemerkt haben oder gesehen haben, dass das alle tun, dass da so eine Art Gemeinschaftsgefühl quasi war und sie nicht mehr damit alleine waren, dass das quasi im Endeffekt die komplette Gesellschaft betroffen hat, jeden. Also für unsere Klienten, speziell im ambulant betreuten Wohnen, sind wir telefonisch erreichbar. Die Kollegen machen weiterhin mit den Klienten Kontakte, auch also vor Ort Kontakte, ich sag mal, entweder in ihrer häuslichen Umgebung oder aber im Umfeld.